Im 91. Part habe ich wieder mal meine Unterhosen... ich meine mein Team gewechselt. Na hoppala, ja. Bundesliga-Team, neue Aufstellung, ein paar neue Spieler dabei. Nicht mehr 4-2-3-1, jetzt probiere ich mal 4-4-1-1 aus. Rechtsverteidiger Piszczek, Second in Form. Innenverteidiger Benedikt Höwedes in Form. Im Tor Manuel Neuer. Der linke Innenverteidiger Mats Hummels. Der linke Verteidiger, beziehungsweise ebenfalls ein rechter Verteidiger, Philipp Lahm, hat trotzdem noch 6 Chemie, trotz falscher Aufstellung und Position. Dann im linken Mittelfeld, Lukas Podolski in Form. Dann im linken zentral-offensiven Mittelfeld haben wir Mario Götze. Und im rechten Mittelfeld, rechten zentralen Mittelfeld haben wir Bastian Schweinsteiger. Im rechten Mittelfeld, Thomas Müller in Form, Mittelstürmer. Marco Reus und Stürmer wieder Mario Mandzukic in Form. Trainer ist Andres Villas-Boas von den Tottenham Hotspurs. Ich bin, jetzt hört, in Liga 3. Ich habe an einem Abend gespielt, bei dem EA wieder mal richtig geile Serverprobleme hatte. Ich bin dreimal rausgeflogen noch und abgestiegen, weil ich angeblich das Spiel abgebrochen habe. Naja, kannst nichts machen. Mein Team heißt immer noch BPL. What the fuck, man? Das müssen wir umbenennen hier. Umbenennen. Boo Lee. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So, mal schauen, wie das so geht. Ich habe noch nie mit der Podolski in Form gespielt. Ist ja linkes Mittelfeld. Ich hätte da auch Reus machen können, aber das wäre dann ein bisschen teuer gekommen, wenn ich da Reus hingeschmissen hätte. Ich muss hier noch kurz meine Tür zumachen. Oh Gott. Oh Gott. Aguero, Di Maria, Lavezzi, Lucas, Xavi, Fabregas, Marcelo, Thiago Silva, Pepe, Dani Alves, Casillas. Ja, das sind 120.000, 300.000... 500.000, 540.000, die Verteidigung ist 550.000 wert. Mittelfeld 620, 640, 650. Mit dem Mittelfeld wäre es 650.000 und mit dem Sturm 660, 770. Etwa 800.000 Coins ist das Team wert, also etwa der gleiche Wert wie mein Team. Ich habe hier wieder EMH Music Promo. Und jetzt hat der Beat dann gefangen. Komm, skip, 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 skip. Komm schon. Ja, komm. Konter defensiv. Liga 3. Wir sind beide mit guten Teams, aber Liga 3. Das ist zwar ein bisschen unlogisch. Uiuiui, Mandzukic, schon der Ballverlust. Das geht mal gar nicht. So, ja, mit einem richtigen Pace-Sturm, aber jetzt wirklich so richtig pacig. Mit Di Maria, Lavezzi und Aguero. Lavezzi, glaube ich, mit 93 Pace. Dann Aguero mit 88 oder 87 und Di Maria, glaube ich, mit 90. Also ihr seht, ich habe gerade mal einen einzigen Spieler, der so viel hat. Und es ist Reus. Und dieser Spieler ist jetzt durch. Oh, abseits. Wie knapp. Och, lol. Ja, ja, gut. Knapp, aber irgendwie auch ein klares Abseits. So, Marcelo ist immer mein Linksverteidiger bei einem brasilianischen Team. Marcelo. Ich habe wieder geschwankt, wisst ihr, nach dem Premier League Team. Es war mir doch ein bisschen zu viel Pace. Ich kann mit zu viel Pace, kann ich nicht mehr spielen irgendwie. Keine Ahnung. Das geht nicht. Och Gott. Och Gott. Ja, ich habe geschwankt zwischen einem Skiller-Team, das hauptsächlich aus Brasilianern bestehen würde. Also ist das so, das hätte 9 5-Sterne-Skiller gehabt, das Team. Und 9, das ist dann wirklich nicht wenig. So, Reus. Oh, schade. 9 5-Sterne-Skiller, damit würde man wirklich jeden zu Tode skillen und da kommt ein hoher Ball auf Di Maria.
Und das ist hoffentlich kein Elfmeter. Nein. So, Xavi. Nee, die Maria. Oh Gott. Oh Gott, war das ein heftiger Freistoß. Eieieiei. So, komm. Ja, nicht mal Pepe hat eine Chance. Eieiei. So, Lukas gegen Müller. Oh Gott. Müller. Seriously. So, komm. Urintest. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Junge? Junge, was soll das denn? Das ist doch ein Scherz. Pisscheck. Halt doch dein Bein hin. Ich hab doch die ganze Zeit Kreis gedrückt, dann halt doch dein verschissenes Bein hin. Ah, ist doch ein schlechter Scherz, ey. Es ist doch einfach nur ein schlechter Scherz. Sehr schön, Müller. Verlierst gegen Lavezzi sogar ein Duell. Und Lavezzi hat verteidigt. Ach Mann. Bin ich im falschen Film oder verliere ich jetzt schon in Liga 3 Spiele? Ein wunderschöner Pass. Ein 2-Meter-Pässchen. So, jetzt Müller. Müller! Mandzukic! Nee, Götze! Mario Götze! Ja, und das war ein bisschen sweaty, aber das ist mal egal. Ich bin jetzt in Liga 3. Niveau gibt es nicht mehr. Jetzt muss ich mal schauen, ob mein Pegel auf 100 ist. Vom Mikrofon. Ich habe nämlich vorhin auf 50 gehauen. Da ist 52. Oh. Ja, das Tor wollte ich nicht mehrmals zeigen. Ich war gerade am PC. Nee, nee, nee. So einfach geht das nicht hier. So, Podolski, wahrscheinlich mit der ersten Ballberührung. Och man, warum zu Reus? Oh, Hummels. Reklamiert für Abseits, aber trotzdem noch zur Stelle. Ja, jetzt Lavezzi, einmal mal durchrennen. Nee, einfach mal ein hoher Ball. Wie es sich gehört für Pace Teams. Das war Lukas, ja, der hat 92 Longshots. Nee, nicht 92. Aber er hat über 80 Longshots. Oh, Reus. Reus. Nein. Reus. Why? Was macht Götze da? Hey, der schießt wirklich die Bälle nur hoch nach vorne. Hat sich bestimmt Coins gekauft und denkt jetzt, er sei gut, wenn er die Bälle hoch nach vorne schießt. Oh, Ronaldo-Job. Oh. Och, komm schon, Schweini. Ein bisschen schneller, bitte. Boah, riskant, riskant. Oh, Müller, Ballannahme, 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 bitte. Ja, warum wird ein Müller angespielt jetzt? Oh, ist doch ein Foul. Wahrscheinlich noch von mir am Ende, nee. Okay, wer hat am meisten FE? 85 Reus. Götze 99. Ah ja, der hat ja plus 15 Schuss bekommen. Aber die 99 FE haben nicht viel gebracht. Vielleicht hier? Hohoho! Oh, oh, oh. Ist aber auch nicht schlecht. Dann war ein Linksfuß Poldi, 85 FE. Oh, Marco Reus! Podolski in Form. Erste richtige Aktion. Eine wunderschöne Ecke auf Reus. Ja, sehr schön. Sehr schön. EMH Music Promo. Oh, fuck yeah. Come, take the ball. This makes me horny. Oh, Mario Mandzukic. Warum du das machen, ey? Ja, ja, ja. Die haben die Maria gegen Lahm. And the winner is Philipp Lahm. Uiuiui. Komm schon, Reus. Hey, hey, du hast Reus verletzt, du Wichser. Du hast Reus verletzt. Schande.
Oh, Schweini in einem Laufduell gegen Xavi. Xavi gewinnt sogar. Ah, ja, gut, Xavi hat, glaube ich, 70 Pace. Oh, das ist Skill, Junge. Das ist Skill, Junge. Rennen, einfach durchrennen. Diesmal kommt Sava nicht durch mit Lukas. So, Reus, immer noch verletzt. Och, Reus. Oh, Dani Alves. Nix da, Alves. Oh, Mann. Momentum. Wenn der Ball, wenn er jetzt eine halbe Sekunde länger drauf geblieben wäre auf dem Schuss, wäre der drin gewesen. Oh, was machst du? Du willst du nicht zu Müller spielen? So Bayern Connections und so. Ei, 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 ei. Das wäre eigentlich ein Foul gewesen. So, jetzt Schweini. Gute Flanke, komm. Mandzukic. Ja, gut, schwacher linker Fuß. Bald ist Halbzeit und ich bin mir sicher, bald bekomme ich ein Tor. Nicht bald, sondern jetzt. Ui, sehr schön gemacht. Das ist mein allererstes Spiel, das ich mit dem Team wieder mache. Noch kein einziges habe ich gemacht. So, jetzt Hummels gegen Di Maria. Komm, Hummels, setz dich durch. Oh, alter Falter. Oh, sehr schön. Podolski an Dani Alves vorbei. Jetzt zu Götze. 99 Schuss. Und jetzt ist Halbzeit. Jetzt ist Halbzeit. Ah. Ah. FIFA 1-1 hatte ich ja lange bei meinem brasilianischen Team, das ich ja wirklich sehr, sehr lange hatte. 57% Ballbesitz, 8 Schüsse hatte ich und alle 8 sind aufs Tor. Zählt der von Götze also als Torschuss? Oh, sehr schön machst du das. Du kannst aber gut rennen. Du kannst aber gut rennen, mein Freund. Och, Mats. Och, Mats. Egal. Lol, was... was hat er denn probiert? So, komm jetzt, Reus. Müller. Oh, setzt sich durch, aber ist zu langsam. Oh, verdammt. Warum kann der Pass denn nicht durchkommen? Sehr schön, Hummels. Oi, 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 oi. Oh, was für ein Pass. Wer will den Ball? Mandzukic vielleicht? Oh. Boah. Der war nicht so gut. Manuel Neuer, schon 9 Paraden. Alter Falter. Oh, Dani Alves. Willst du nicht noch einen McGiddy-Spin machen, zum zeigen, dass du 4 Sterne Skills hast, Alves? Oh, sehr schön gemacht von Piszczek. Ich habe ja hier den Second in Form von Piszczek gleich mal geholt. Wollt mal schauen, wie der so ist. 191.000 Coins habe ich bezahlt für den. In der Woche, in der er noch in Form ist. Sogar noch am Wochenende habe ich den gekauft. Das war, Samstag war es. Jetzt ist mittlerweile, nee, Freitag war es. Freitag. Oh, Freitag war es und jetzt haben wir Sonntag und ja, 100, die meisten sind so für 210.000 weggegangen, die ich gesehen habe. Und ich habe meinen einfach mal so für 191.000 bekommen. Wenn der Preis steigen sollte für Piszczek und ich mal wieder ein neues Team mache, was sowieso irgendwann wieder passieren wird, ja, dann würde ich ordentlich einen Gewinn machen mit dem. Würde ich ordentlich einen Gewinn... Oh, ey! Kein Foul? Das ist kein Foul? Ja, das war ein Pass zu viel. Das war ein... Hä? LOL! War der wirklich draußen? Ja, komm, jetzt ein Konter, komm! Ja, aber doch nicht so, Neuer! Na, wenigstens eine faire Grätsche. Boah, hätte ich den nicht gegrätscht... Wäre das ein sicheres Tor gewesen. So,
Sehr schön, Reus. Oh Mann, du scheiß Momentum. Jetzt ohne Witz, du behindertes Momentum. Jetzt spielt er so in die Mitte. Oh Gott. Scheiß Pace-Hure, ey. Nein, oh. Gott. Er spielt nicht mal besser, wisst ihr? Er macht ja einfach die langen Bälle. Ich spiele mich wenigstens schön durch. So, schießt... Oh, Mann! Hey, dieses Scheiß-Momentum. Ist ja schön auf der Seite des Gegners. Mann, ey. Ja, Poldi, gut gemacht. Wie viel? Er hat, glaube ich, 4 Spieler über 90 Pace. 4. Ich habe einen, obwohl man Reus nicht dazu zählen kann. Der hat ja genau 90. So, komm schon. Ein bisschen mit mehr Kraft dahinter, bitte. Da. Oh, schnell. Oh, Mann! Momentum! Hat wieder zugeschlagen. So, komm jetzt. Was macht ein Schweini da außen? Mach mal auch einfach mal einen hohen Ball nach vorne. Irgendwie steht da Poldi. Komm, da ist einer. Mann zu Kitsch. Nein. Dann ist das Glück auch noch auf seiner Seite. Ja, gibt's das denn? 76. Minute. Wer will den Ball? Götze! Oh. Komm, Schwein, gute Flanke. Verdammt, ey. Ich bin auf Konter eingestellt und der wird mich jetzt auskontern. Nein, da ist Philipp Lahm. Irgendwie ist alles so eng mit dieser Aufstellung. So, da, Müller. Müller! Oh, hätte ich doch den FW-Schuss gemacht, dann hätte ich ihn an ihm vorbeizirkeln können. Aber jetzt, Podolski. Zeig deine schöne Ecke von vorhin nochmal. Schade. Ja, Lavezzi gegen Piszczek. Piszczek gewinnt. Und sehr schön. Sehr schön. So gefällt mir das mit dem Verteidigen. Dieses eine Stück Pace, das ihm dazu gerechnet wurde beim Second Inform, hat mir jetzt geholfen und... Nee, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist wohl ein schlechter Scherz. Schlechter Scherz, ganz ehrlich. Ja, es ist so scheiß Luck, ey. Mann, muss ich noch auf sehr offensiv gehen oder was? Komm, spiel ihn! Poldi. Gute Flanke. Doch nicht. Komm, Götze. Nein! Er schaut einfach nur dem Ball zu. Und jetzt, ja. Jetzt gibt's ein Tor. 100%. Komm schon, Lahm gegen Agüero. Oh! Oh, Gottchen. Alter, der Player wäre geflogen, wäre der rein. Wenn der rein wäre. Ja, 2-2. Ach, scheiße. Naja. Scheiße, ey. Es regt mich auf, das Tor vom Ende. Mann, ey. Aber schlussendlich verdienen es beide. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder bei Part 92. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.